Hallo und herzlich willkommen hier im Zentrum zwischen Kirche. Wir sind im 23. in unserem Zentrum. Ist alles normal, oder? Sieht aus wie immer. Herzlich willkommen zum Semesterabschluss des Sommersemesters 2020. Wenn man jetzt denkt, Semesterabschluss, die letzten zwei Jahre zumindest, sah es hier anders aus. Rollrasen, hinten eine Bühne und viele Menschen. Also ist es vielleicht doch nicht so normal, nach einem nicht ganz normalen Semester, einer etwas verrückten Zeit. Aber herzlich willkommen zum Stream, zum letzten Stream dieses Semesters, dass wir Semesterabschluss vielleicht doch noch gemeinsam feiern können, draußen und drin. Normal der Verteiler, aber vielleicht auch nicht normal, es ist nichts drin. Auch das gehört zur Normalität dieses Semesters. Bitte füllt folgendes Kärtchen aus und werft es in die Box. Neue Normalität. Nachverfolgungslisten und beim Betreten des Gebäudes Mundschutz. Und natürlich neue Normalität. Hände desinfizieren. Macht ihr das hier eigentlich immer so? Ist das normal? Könnte man bei diesem Anblick vielleicht fragen. Aber ehrlich gesagt kann ich dir darauf keine klare Antwort geben. Denn vielleicht ist es für mich in den letzten Wochen Normalität geworden, in der KG zu schnibbeln, zu kochen, zu essen, einfach zu sein. Nur für dich ist es nicht normal. Und für einige Menschen, die hier zu Hause sind, wahrscheinlich auch nicht. Ist meine Normalität gleichzusetzen mit deiner? Aus soziologischer Sicht ist Normalität das Selbstverständliche in einer Gesellschaft. Eine Sache, die nicht mehr erklärt und über die nicht mehr entschieden werden muss. Normalität strukturiert unser Leben. Sie gibt uns Orientierung. Dennoch ist sie, wie wir in den letzten Monaten erfahren haben, nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Inzwischen ist es selbstverständlich für mich, alle Kurse online zu haben, mir während einer Vorlesung eine Tasse Tee machen zu können. Wo immer ich hingehe, desinfiziere ich meine Hände, ich halte Abstand, ich trage einen Mundschutz. Es gibt keine Konzerte, keine Großveranstaltungen. Ist doch normal, oder? Je länger Veränderung anhält, desto normaler wird sie. Meistens schleichend und von ganz allein. Wie eine unausgesprochene Regel. Und dennoch ist Normalität ein Konstrukt. Und noch dazu eines, das nicht für alle gleich ist. Ich möchte mich daran erinnern, dass, wenn ich dir das nächste Mal begegne, meine Normalität der letzten Monate wohl anders war als deine. Und dass dein Übergang von einer Normalität in die nächste vielleicht schmerzhafter, vielleicht leichter ist als meiner. Ich möchte mich daran erinnern, dass ich Normalität mitgestalten kann. Dass vor Corona nicht unbedingt unser Nach-Corona sein muss. Ich möchte mich erinnern, dass sich einfach einer vorgegebenen Norm hinzugeben blind machen kann. Ich möchte mich erinnern, dass normal auch Exklusion bedeutet. Und ich möchte mich daran erinnern, dass wir die Norm verschieben und zu einer neuen Normalität machen können. Zu der Norm verschieden zu sein, nicht zu entsprechen, nicht auf einen Platz verwiesen zu sein, sondern auszubrechen, zu wagen, zu überschreiten und ein neues Normal zu schaffen. Thank you.
normal, ne? Ein schwieriges Wort. Normal. Was ist denn schon noch normal in diesen Zeiten? Am Tag 113 des nach dem Lockdown aufgrund von Corona-Pan-Epidemie gefahren. Vorher gab es eine Normalität. Sie fühlte sich relativ unproblematisch an, außer das, was problematisiert wurde. Es kann nicht so bleiben. Klimawandel und andere Dinge fordern eigentlich ein Umdenken. Und das sollten wir lange tun. Dann kam der 13. März und wir mussten anders handeln, anders denken, anders fühlen. Es gab eine Corona-Normalität. Und die veränderte sich oft wochenweise und tageweise. Und immer wieder musste man sich auf eine neue Normalität einlassen. Mal virtuell, mal analog hier in diesem Gebäude. Was ist denn die Normalität? Sich damit auseinanderzusetzen und neue Normalitäten zu suchen, ist uns eigentlich von Anfang an ins Buch geschrieben. Ins Glaubensbuch irgendwie. Für einen Nomaden war es normal, aufzubrechen, wieder weiterzuziehen, den Herden, den Futtermitteln nach, da, wovon man leben konnte. Und da hinein an einen Nomaden, an einen, der aus dem Zelt lebt und dem Aufbruch. Diese Sätze aus dem Buch Genesis. Und der Herr sprach zu Abram: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Da zog Abraham weg. Und Abraham brach auf und zog durch das Land bis zur Orakeleiche. Dann zog Abraham weiter dem Negev zu. Und dann zog Abraham weiter. Und dann zog Abraham weiter. Irgendwie immer weiter. Aufbruch und Reise. Was ist eigentlich das Neue daran, das, was nicht normal war, an einen Nomaden den Aufbruch zu verkünden? Vielleicht, weil es nicht nur die Suche nach Futtermitteln und nach Überleben war, sondern nach einem Land, in dem sich leben lässt, in dem man Freiheit hatte und Menschenwürde leben könnte. Vielleicht ist auch das immer wieder Motivation, neu aufzubrechen. Nicht nur zu überleben, sondern dem Leben nachzugehen. Und das zieht sich durch die ganze Heilige Schrift. Noch ein paar Auszüge dazu. Fürchte dich nicht, hab keine Angst, brich auf und zieh nach Hai zur Trümmerstätte. Aus dem Buch der Richter. Brich also noch in der Nacht mit den Leuten auf, die du bei dir hast, und lege dich auf freiem Feld da nieder. Morgen brich bei Sonnenaufgang auf und drück gegen die Stadt vor. Aus dem Samuelbuch. Brich auf, denn ich werde dir morgen deine Feinde in deine Hand geben. Brich morgen früh auf. Brich auf, sobald es hell wird, und dann geht. Brich auf, denn ich will dich senden. Ein Segen sollst du sein. Brich auf in ein neues Land. Immer wieder brich auf, halte das, was normal ist, nicht für normal, wechsel die Perspektive und brich auf in ein Land, in dem sich besser leben lässt als in dieser Zeit und vielleicht auch als in dieser Normalität. Es geht weiter und die Perspektive, es geht nach oben. Das ist die Zusage. Aufzubrechen, nicht nur horizontal, sondern auch vertikal. Dem Himmel entgegen. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Tell me I'm too young to understand,
say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. Wake me up when it's all over. When I'm wiser, when I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser, when I'm older. All this time I was finding myself. Tried carrying the weight of the world, but I only have two heads. I hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Du, den wir dich nennen mit vielen Namen. Du, der sich gezeigt hat auf dem Weg deines Volkes. Und du, der immer wieder zur Wandlung drängt. Oft wollen wir bleiben an dem einen Ort, an unserer Vergangenheit und an der einen Perspektive. Wir wollen verharren an dem, was wir als Alltag und Normalität wahrnehmen. Da hinein hören wir deine Stimme. Brich auf, erhebe dich, mach dich auf den Weg, sieh alles neu. In der Angst vor diesem Aufbruch und dem morgigen Tag bitten wir dich. Lass uns nicht alleine, sei an unserer Seite, begleite uns, stärke uns. Wenn die Müdigkeit übermächtig wird und erweise dich als der Gott, der alles zum Guten wendet. Darum bitten wir dich durch Christus, Weg, Aufbruch und Freund an unserer Seite. I wanna do, 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 things.
ja, nach vielen Räumen und viel Leben, neuen Perspektiven, Menschen, Sprachformen. Da war ein Stuhl in der Kirche. Ein neuer Raum, eine neue Perspektive und auch sie sieht vor der Hand aus wie immer, unsere Kirche. Und doch ist sie auch nicht normal. Es sind keine Menschen hier. Wir sind alleine. Viele Stühle, aber ohne Menschen. Auch wieder eine neue Perspektive, auch wieder ein Aufbruch, etwas neu zu sehen, etwas anders zu erleben, sich auf den Weg zu machen und zu gehen. Und eigentlich ist das auch, was die Kirche eigentlich ausmacht, immer wieder aufzubrechen. Und was wir hier an dieser Stelle tun, was wir feiern, ist Wandlung. Etwas ist nicht, was es vor der Hand scheint. Es hat einen tieferen Sinn, es hat eine tiefere Bedeutung und es verändert sich. Es ist der Ort der Wandlung. Und wie durch das Licht sich der Innenraum wandelt und eine neue Perspektive hervorbringt, so gilt es auch für jeden Gottesdienst. Die Gegenwart Gottes verändert zum Besseren und zum Schöneren. Und vielleicht ist es ganz wichtig, diese Perspektive beim Aufbruch und bei der Reise nicht zu verlieren. Abraham wurde gesagt, brich auf und du sollst ein Segen sein. Und er wurde gesegnet. Ich glaube, das braucht man, wenn man sich aufmacht auf neue Wege. Das Gefühl, es wird zum Besseren verwandelt. Das ist auch der tiefe Wunsch für die Semesterferien und vielleicht für ein neues, wahrscheinlich auch digitales Semester. Brecht auf, seht etwas neu, macht Neues, erlebt Neues und sei dabei gesegnet. Ein herzliches Dankeschön an alle, die an diesem Film beteiligt waren, vor und hinter der Kamera, an viel Leben. Ein herzliches Dankeschön für viel gemeinsames Tun, auch im vergangenen Semester. Es war ein anderes, aber kein schlechtes Semester. Vielen Dank, brecht auf, seid gesegnet. Im Namen dessen, der selbst der Segen für uns geworden ist, seid gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Brecht auf und geht hin, bleibt gesund und haltet Frieden.